Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich das Sicherheitsventil vom Warmwasserspeicher wechseln kann, wenn das Überdruckventil am Boiler ständig tropft oder wie bei mir hier durchgehend läuft. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Sicherheitsventil funktioniert so, dass wenn im Leitungssystem ein bestimmter Druck überschritten wird durch das Aufheizen vom Trinkwasser, dann erkennt das Sicherheitsventil das, öffnet und lässt auch dementsprechend so viel Wasser raus, bis unser Druck hier hinten wieder unterschritten wird, und dadurch werden nämlich Druckschäden im zum Beispiel Warmwasserspeicher vermieden. Etwas Tropfen ist ganz normal, doch wenn es durchgehend und vor allem auch so stark wie bei mir hier läuft, dann ist relativ sicher das Sicherheitsventil hier oben kaputt, und es rentiert sich übrigens fast nicht, dieses irgendwie zu reparieren, da ein neues Sicherheitsventil auch nur um die 10 Euro kostet, weswegen wir dieses jetzt auch mal komplett austauschen werden. Hierfür habe ich mir mal ein neues Ventil zugelegt, das hat übrigens auch eine Anschlussgröße von 1,5 Zoll, wie natürlich das alte auch. Und mein Ansprechdruck sollte normalerweise übrigens jetzt auch genau wie hier hinten 6 Bar betragen, denn das Ganze wurde mal nach der Größe bzw. nach der Druckbeständigkeit vom Warmwasserspeicher ausgesucht. In meinem Fall hat das aber eine Fachfirma überprüft, weswegen auch 10 Bar beim Leitungssystem auf jeden Fall machbar sind. Zuerst einmal schalte ich meine Heizung ab, dass das Trinkwasser auch nicht mehr erwärmt werden kann. Und schließe mal mein Hauptabsperrventil komplett im Uhrzeigersinn, dass natürlich auch kein Wasser mehr von der Straße bzw. vom Wasserversorger in das Haus gelangen kann. Das Sicherheitsventil läuft nicht mehr, und jetzt würde ich auf jeden Fall mal noch in der Warmwasser- und vor allem in der Zirkulationsleitung schauen, ob wir da irgendwelche Absperrungen haben. Denn gleich müssen wir das Wasser, was natürlich über unserem Sicherheitsventil liegt, irgendwie noch aus der Leitung herausbekommen. Und wenn ich hier irgendwie absperren könnte, dann könnte ich natürlich das Wasser hier oben drüber auch einfach drinnen lassen. Bei mir ist da leider nichts drin, weswegen ich das ganze Wasser einmal ablassen muss. Hierfür drehe ich die Kappe von meinem Ventil mal etwas gegen den Uhrzeigersinn und halte es jetzt so lange, bis natürlich da auch kein Wasser mehr aus unserer Ablaseleitung rauskommt. Wenn das Ganze übrigens bei dir nicht am Abwasserkanal angeschlossen ist, dann sollten wir am besten da einfach mal noch einen Eimer drunter stellen, oder wir könnten auch an irgendeiner tiefer liegenden Armatur, zum Beispiel bei einem Waschbecken, das ganze restliche Wasser herauslassen. Wenn kein Wasser mehr rauskommt, müssen wir zuerst unsere Ablaseleitung entfernen, dass wir danach natürlich auch das Sicherheitsventil gegen den Uhrzeigersinn drehen können. Und hierfür haben wir normalerweise hier oben noch eine Verschraubung, die ich auch mal gegen den Uhrzeigersinn öffne. Und danach muss ich natürlich auch noch die Rohrschelle hier unten mal gegen den Uhrzeigersinn öffnen, dass ich die Ablaseleitung auch entfernen kann. Danach das Ventil gegen den Uhrzeigersinn lösen, aber mit einer zweiten Zange bitte unten auch noch dagegen halten, dass hier auf keinen Fall etwas von der Rohrleitung abreißen kann. Und wir können das defekte Sicherheitsventil auch schon ganz einfach entfernen. Im nächsten Schritt das Gewinde mal von alten Harnfresten befreien. Das geht am besten mit so einer Drahtbürste, die ich einfach gegen den Uhrzeigersinn hier mal entlang fahre. Und wenn auch das passt, am besten mit einem Sägeblatt das Gewinde noch etwas aufrauen, dass der Hanf danach auch besser hält. Als nächstes das Gewinde einhanfen, so wie ich es im extra Video auch schon ausführlich einmal gezeigt habe. Den Hanf mit der Bürste dann noch besser in die Gewindegänge einmal im Uhrzeigersinn einarbeiten. Spezielle Gewindedichtpaste auftragen und verteilen. Und wir können das neue Sicherheitsventil auch schon mal per Hand eindrehen. Und danach natürlich noch mit der Zange richtig festdrehen, dass es auch auf jeden Fall in die richtige Richtung danach schaut. Bei mir sollte es passen, weswegen ich mal die Ablaseleitung wieder dementsprechend in die Rohrschelle hineingebe und auch hier hinten beim Sicherheitsventil wieder dran schrauben kann. Und wir können unser Hauptabsperrventil mal wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn öffnen und am Ende aber bitte circa eine halbe Umdrehung wieder zurückgehen, dass das Ventil sich einfach nicht so schnell festfressen kann, um natürlich zu überprüfen, ob unser Sicherheitsventil jetzt auch dicht ist. Und ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall dicht aus. Alle Verschraubungen sind bei mir trocken, weswegen wir jetzt auch unseren Trinkwassererwärmer schon mal wieder anschalten können und am besten im ganzen Haus alle Armaturen vorsichtig öffnen, dass dann natürlich auch die restliche Luft aus dem Leitungssystem wieder rauskommt. Und somit haben wir jetzt auch schon so ein Sicherheitsventil von unserem Warmwasserspeicher richtig gewechselt. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.